Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. So, Kapitel 7, weiß nicht wie es heißt, aber wenn ich mich nicht irre, sollten wir uns jetzt darum kümmern, um eventuellen SOS-Signal. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. Abzugeben. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Wäre auch mal was Neues. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hättest du Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Wir wissen gar nicht, was die machen. Bewegen die sich überhaupt? Bewegt die sich überhaupt irgendwo hin und her? So wie wir es die ganze Zeit machen? Die meckert, ist ja nicht zu fassen. Also, alles klar, wir müssen prinzipiell Notsender an Asteroiden anhängen, Asteroiden wegschicken und dafür müssen wir in den Kontrollzentrum. Kontrollzentrum brauchen wir einen Schlüssel. Weitläufig sieht das aus hier, weitläufig. Welcome to the Mining Deck. Erinnert mich extrem an Horizon. Nee, Event Horizon. Kennt ihr den Film? Das war, glaube ich, auch so ein Minenschiff, wo sie dann irgendwo was gefunden haben und wo sie alle bekloppt wurden. Toll. Wie viele Knoten haben wir eigentlich mittlerweile? 4 oder so? Ja, guck mal. Wir können uns sogar 6000 Credits noch einen neuen kaufen. Okay. Das sieht eigentlich je nach sehr viel Ausrüstung immer aus. Seht ihr mal schon wieder mehr Rasierklingen. Guck mal, da haben wir so. Die letzten. Na? Doch nicht. Das wäre das erste Mal, oder nicht? Dass wir direkt an dem Shop Gegner bekommen. Bisher dachte ich immer, dass es in den Gebieten, wo wir die Shops haben, dass es da auch sicher ist. Vielleicht ist das einfach nur das Spiel, was mich die ganze Zeit auf eine falsche irreführen will. Werkbank, Speicherstand, da hinten war noch ein Shop, oder? Bevor wir den Aufzug benutzen. Aber ich glaube nicht, dass wir so bald wieder hier zurückkommen an die Stelle. Strahlenkanonen, das ist halt die Sache, ne? Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Militärische Sturmgewehr mit hoher Feuerrate, Hydrazin, Industriebrenner. Chinese-Booster, kurze Entfernung. Ich weiß wirklich nicht, also... Da hätte ich, glaube ich, von diesen Waffen, Strahlenkanone, wir haben ja eigentlich schon eine Kanone. Laserkanone können wir sogar auch noch kaufen. Energieprojekt für schwere Schäden. Das wäre nicht... Ich kaufe mir noch einen Knoten und grade einfach das Zeug auf, was ich habe. Ich weiß nicht, ich bin da ganz altmodisch. Wobei ich glaube ich nicht den, den Cutter, den ich hier habe, den Ripper upgraden werde. Ins leere Mittel. Was? Wo war jetzt hier der, die Werkbank? Hier war sie. Haben sie immer noch kein Update für rausgebracht, scheinbar. Ja, Plasma-Cutter haben wir eigentlich super ausgestattet. Na, da fehlt uns nur das Tempo, aber ich glaube, das bringt uns nichts mehr. Nochmal ein bisschen HP wäre... Wir sind eigentlich länger nicht mehr gestorben. Vielleicht wage ich es, das mal ein bisschen zu ignorieren. Damit wird die Energie um 20% erhöht. Ah, die wir tragen können. Das wäre eigentlich auch nicht zu vernachlässigen, das Stase-Modul. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 könnten wir dann auf jeden Fall schon mal verbessern. Ja, komm, machen wir doch mal das Stasenmodul besser. Hier die Dauer, womit sie eingefroren sind und womit wir selber. Rick. Da fehlt uns dann noch 3 Punkte bis zum nächsten HP. Ja, dann würde der Ripper jetzt eigentlich anstehen, ne? Da wäre der Schaden interessant. Ich mache mal die Kapazität. Ist das
das auch effizienter mit der Munition, weil wir dann mehr verwenden können. Haben wir mehr in der Waffe als im Inventar. 10 Schuss. Warum nicht? Ich finde, der Ripper ist auch sowieso ein bisschen mehr auf den Nahkampf ausgelegt. So, was machen wir jetzt eigentlich als erstes? Das hier noch Leute sind, die gerade erst sterben. Ja, wir haben ja halt gar keinen Kontakt mit irgendwelchen Leuten hier. Aus irgendeinem Grund ist das Schiff unter Deck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Vorbereitung. Wartung. Wait. Welchen Bereich sollen wir denn zuerst gehen? Hier, Sender, der irgendwo auf dem Wartungsunterdeck gelangt ist, könnte unsere einzige Chance sein, Schlüssel zum Abbaudeck finden. Unterdeck des Verarbeitung lokalisiert. Das Dasein, wo der Abbausupervisor gestorben ist und ich konnte diese Männer und kann noch nicht immer fassen, dass sie alle tot sind. Aha. Ach, Verarbeitung. Das ist Vorbereitung. Aber zum Abbaudeck kommen wir nicht. Welches Deck sollen wir jetzt zuerst? Irgendwo auf dem Wartungsunterdeck. Also gehen wir mal zum Wartungsdeck. Kommt jetzt hier irgendwas hier rein? Ah! Tatsächlich! Okay. Ah ja! Scheiße, die leben ja immer noch, die Viecher. Können die mir einfach rein? Können sie sich nicht ihren eigenen Aufzug holen? Oh, ich wette, da kommt noch einer. Ist aber auch ein... Oh! Ich freue mich aber nicht darauf, wenn wir den da besuchen müssen. Haha, Level 3. Ich glaube, der ist... Scheiße, haben wir eigentlich mittlerweile irgendwas? Nee, wir haben immer noch nichts, um diese regenerierenden Viecher platt zu machen. Aber ein kleines Medkit irgendwo? Ach, der will, dass ich wieder hochfahre. Was soll das denn? Komm, dann fahren wir halt wieder hoch. Wohin denn? Deck A, Verarbeitung. Dann fahren wir halt zur Verarbeitung wieder hoch. Ein bisschen blöd jetzt. Ich hoffe, dass er wenigstens schneller wieder hochfährt als runter. Weil ich meine, bei manchen Fahrstühlen macht das keinen Unterschied. Bei einigen, die fahren aber schneller runter als hoch. Und dann sag mir doch, wo ich lang soll. Lol. Lol, Alter, die Ragdoll-Physik in dem Spiel ist aber auch richtig ein zentrales Element eigentlich. Achso, die kam von der Rückseite. Seht ihr mal, da sind auch diese offenen Schächte hier. Oder komme ich jetzt wieder zum Monorail hoch? Ja, das ist wieder die Monorail. Also wieder runter zu Deck B. Ja, so eine Fahrstuhlfahrt, die kann schon lustig sein. Ist ein bisschen schade, dass man nicht präventiv diese Luftschächte kaputt machen kann oder verschweißen kann. Haben sie in Aliens ja immer gemacht. So, hier sollte... Ja, endlich. Hier geht's richtig lang. Safety begins with teamwork. Hier, Tempo. Ich habe Elizabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich. Wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Ah! Bin ich der Einzige, dem... Denen auffällt, dass die genau dasselbe vorhatten wie wir? Ai, 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 ai. Noch ein?
So, willkommen zurück, Priest. Oh, guck mal, da haben wir einen großen. Ey, die Beine wegschießen. Kommen sie angewabbelt. Oh, Mann. Ich glaube, ein Flammenwerfer wäre hier gut. Oh, oh. Ich glaube, ich habe die Mama sauer gemacht. Der Priest, der Alex hat sich eben aufgeschrieben, wie lange du weg warst, damit er dir jetzt die Punkte abziehen kann. So, zurück zum Thema. Nee, ernsthaft! Die hatten genau dasselbe vor wie wir, einen Sender abzuschicken. Wer holt sich das alles? Hören wir... Der eine war doch auch Ingenieur. Wir sind doch eigentlich auch Ingenieur, oder nicht? Aber das hört sich... Da ist ein Schatten. Ist das über mir? Okay. Er hat nur die Einbildung von Macht. Der Alex. Der will es gleich in den Muskeln spielen lassen. Fordere ihn nicht heraus. Da ist doch kein Schatten. Was wabert hier eigentlich? Ist das hier diese, deren Abbaumechanismus? Ist ja ein Minenschiff. Und der nicht weiß, wie seine Macht eigentlich wert ist, ist er noch gefährlicher. Vor allem stell mal vor, der ist, was er anstellen würde, wenn er gar keinen Rückhalt mehr hat. Keine Verantwortung mehr. Ja, was denn? Ich habe eben schon andere Viecher von der Spatz gekriegt. Oh, der sieht aber nicht gut aus. Seht ihr diese... Oder ist das diese Asteroid, den ich wegschicken soll? Also verliert ihr den einzigen Zuschauern. Oh, verdammt. Ha! Aber dem erstmal... Ha! Weiche gestellt! Okay, also nicht so effizient, wenn wir jetzt wirklich... Wobei, wir brauchen dann eigentlich nur zwei. Wir brauchen dann einen, um die Beinchen wegzuschießen. Es sind aber auch ein paar Asteroiden definitiv eingeschlagen. Aber, ja gut, das war ja wahrscheinlich dann, als wir hier rumgelaufen sind und als diese, die Abwehr kaputt war. Die Situation hat sich um einiges verschlechtert. Der Schwerkraftausfall trat ein, als wir gerade Asteroiden untersuchten und einer davon aus dem Gravitationsstrahl fiel. Er kollidierte mit einer Wand, tötete zwei Mitarbeiter und zersprang dann. Die einzelnen Brocken schweben jetzt frei im Weiterverarbeitungsraum und wir können die Schwerkraft erst dann wiederherstellen und den Generalschlüssel holen, wenn wir sie aus dem Weg geschafft haben. Wir können hier oben wirklich die Hilfe von ein paar Technikern gebrauchen. Ja, 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 ich sehe schon. Ich muss dann irgendwie diese Teile kaputt machen, damit wir hier die Schwerkraft wieder aktivieren können. Ich muss da wahrscheinlich einfach reinspringen, ne? Gucken wir mal hier. Bin doch wieder da. Hab still und heimlich Abendessen gemacht. Reispfanne mit Gemüse. Lecker! Hatze, lecker! Würde ich gerne was von teilen. Still und heimlich Essen gemacht. Sieht richtig lecker aus. Ganz genau, sieht lecker. Meint er, wir können es an uns ranziehen, aber wir kommen da auch gleich bestimmt auf die andere Seite durch, oder nicht? So, Leute. Es wird, glaube ich, mal Zeit. Schwerelosigkeit. Die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken daraus sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinesewaffe in den Schwerkraftstrahl befördern. In den Schwerkraftstrahl? Ja, ich versuche das doch mal. Wie soll ich denn... Ach so, schubse ich Sachen. Ich werde verrückt. Ich habe gerade erst rausgefunden. Zerstört. Ich habe gerade erst rausgefunden, wie ich Sachen zerstöre. Oh! Oh, hallo! Oh, ich habe mich ja lange nicht mehr gesehen. Wo haben wir denn den nächsten Gast? Ich springe mal auf die andere Seite. Ich habe von da eine bessere Sicht. Oh lol, der ist durch den Gravitationsstrahl durch. Okay.
die Perspektive. Ich wollte gerade sagen, die Perspektive macht mich gerade ein bisschen kaputt. Ja, die macht mich auf jeden Fall kaputt, gerade die Perspektive. Okay, warte, da ist noch Munition. Danke, Arzte. Ich lasse es mir schmecken. So, ach, da hinten haben wir noch einen. Scheiße, ich kann da nicht rüber. So, du da. Komm mal an, du. Komm mal her! So, wo hatten wir noch einen? Anomalie zerstört. Na, jetzt kommt der nächste. Und wo denn? Oh, da! Ah, verflixt doch mal. Der hat auch Munition fangen gelassen. Nee, gar nicht. Credits. Die nehme ich doch gedankend an mich. Brauchst du jetzt nicht mehr. Ja, Rasierklingen. So, warte. Hoffentlich so ungerade die Perspektive. Aber ist so geil eigentlich. Okay, ich glaube, ich gehe mal auf die andere Seite hier. Hoffentlich werde ich da nicht angezogen irgendwann von dem Strahl, wenn ich da zu nahe komme. Ah, da. Da ist schon gereicht. Anomalie zerstört. Also irgendwann muss ich hier mal wieder auf den Boden der Tatsachen runterkommen. Ah, guck mal, da ist die Tür auf der anderen Seite offen. Hier war da auch noch eine Tür, oder nicht? Ich glaube, hier seitlich wird verrückt. Aber die Tür geht... Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Okay, da haben wir es dann. Erinnerung! Zu geil, zu geil. Erinnerung. Okay. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Guck mal, da kommen wir jetzt. Kommen wir da durch. Energiesperre gesperrt. Ah, scheiße, da brauche ich dann. Ja, das kann doch nicht sein. Also ich muss dich jetzt mal loben, Max. Dein Fail-Counter ist doch ungewöhnlich gering. In Risen war es, glaube ich, wesentlich. In Risen viel höher, definitiv. Genau, der Alex hat ja immer gesagt, dass ich hier durch soll, aber wir haben es von der Rückseite gesehen. Ich finde, da gab es nichts so Tolles. Schwer. Freischwebende Anomalien registriert. Der Sektor muss geräumt werden, bevor die Schwerkraft wiederhergestellt werden kann. Verflixt, das sehe ich jetzt erst auf der anderen Seite. Da oben. Ich komme direkt hoch. Langer Flug. Danke, Priest, fürs Loben. Ich finde auch. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Hier ist es ein bisschen, hier ist es überraschend, ja, gut eigentlich. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Was die, was mein Ableben anbelangt, oder nicht? Die Anomalien zerstört. Schwerkraft kann jetzt wiederhergestellt werden. Ja, ja. Erinnerung. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Wie geil das ist. Vielen Dank. Die haben so viele Sachen gemacht in diesem Spiel, die mich wirklich umhauen. Das ist wirklich unfassbar. Aber das Studio gibt, haben sie ja, glaube ich, verkauft, oder nicht? So, Schwerkraft wiederherstellen. Schwerkraft wiederhergestellt. Zugang zum Kontrollraum erteilt. War ja klar. Scheiße, da waren großen. Ein paar von den großen. Die Flocken wegschießen. Kann ich da nicht durchschießen? Ist da irgendwas noch hinter mir? Oh scheiße, da ist noch was hinter mir. Nicht, dass da auf einmal was... Kommt da was angerannt von der anderen Seite? Ah! Nein, nicht angerannt, aber... Na? So, oh verdammt, da kommen die ganzen kleinen Biester. Okay, erstmal sicherstellen, von wo werde ich, wo droht die Gefahr? Von der Kle... Okay, da hinten haben wir noch so ein Monsterviech. Na, erstmal den Rasenmähen hier.
Oh. Haben wir sie jetzt alle platt gemacht? Oder kommt da noch jemand? Würde mich nicht wundern, wenn wir noch einen Gast kriegen. Setz dich in den Lurk-Modus. Shinlu, bis später. Ich werde mir merken, falls irgendwas passiert, was wir auf jeden Fall, was wir eventuell für dich klippen müssen. So, ich laufe hier zurück, weil die natürlich gut Munition fallen gelassen haben. Huh. Na, hier hätte ich doch noch Plasma-Munition. Sollen wir mal nachladen? Ja, sehr geil. Läuft doch. Für den Moment. Jetzt in den Kontrollraum. Da haben wir wenigstens die Zugangskarte. Ich bekomme es schon mit, aber ich muss noch etwas machen. Keine Sorge. Wir werden die Zeit schon nicht abziehen. Solange ich dem Alex nicht die Rechte dafür gebe. Schon wieder Rasierklingen. Schlüssel! Abbaudeck! Das muss der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker auf dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Würde ich doch mal annehmen, dass die Leute auf der Kolonie ebenfalls alle bekloppt geworden sind, oder nicht? Okay, bevor da irgendwas entlang kommt, sammeln wir mal den Energieknoten auf. Ha! Au! Oh, man kann auch rückwärts rennen. Na? Von wo? Von wo kommt er? Schönen Abend, Sherry. Wie geht's dir? Ernsthaft? Da kommt jetzt doch nicht? No way. Alter Schwede. Sherry, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend. Ja, tatsächlich. Es ist nach 6 Uhr. Wie geht's dir, Sherry? Hast du ein schönes Wochenende? Mir geht's auch gut. Ich fordere gerade mich selbst heraus. Ich spiele normalerweise... Der Kopf zappt da, ich dreh schon durch. Ich spiele normalerweise keine Horrorspiele. Hab mir hier, glaube ich, ein bisschen was mit angetan. Hab aber dennoch Lust dran. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Okay. Warum sagt die mir das ausgerechnet? Ich bin für den ganzen Dreck hier nicht verantwortlich. Oh Gott. Ist das Schiff eigentlich eine KI? Tür ist relativ, ein paar Internetprobleme, sonst war's super. Was genau, endlich bist du ja wieder hier. Was sind für Internetprobleme? Macht dein Provider Stress? War bei uns häufiger. Von welcher Seite kam die hier eigentlich? Waren wir auf der anderen Seite schon? Ah, nee, Quatsch, geil. Wir müssen jetzt zurück zu dem Fahrstuhl. Ah, lol. So aber nicht hier. Einfach Leute anspringen. So nicht. War das mal ein Shop hier? Das Saarland, nicht wahr? Da ziehen sie euch immer mal wieder den Stecker vom Internet, weil ihr euch nicht benehmt. Ich weiß es doch. Jetzt müssten wir eigentlich aufs Wartungsdeck, oder nicht? Ich fahr mal runter. Ziemlich viele Ausfälle zur Zeit, aber was soll man tun? Kannst du nicht viel machen, ne? Wo bleibt dein Spruch, Morris? Morris? Wer ist Morris? Du kannst ja nicht viel machen, mal eben umziehen oder so. Es ist nicht eben, ist einfacher gesagt als getan. Wir warten eine Woche so, mal von den Internetausfällen abgesehen. Die ist ja schon... Oh nein, nicht schon wieder so ein Fliegeviech. Scheiße. Okay, ich glaube, es ist down. Ich glaube, es ist down. Oh, guck mal, Gold. Für Gold bin ich immer zu haben. Was kann ich denn für Gold wegwerfen? Energiekanonen. Wisst ihr was, vielleicht werde ich mal hier diese 8, ziemlich viele Medkits gerade.
Morris ist der Priester, so wird er von meinem gemeinsamen Kumpel gern genannt. Die Woche war gut. Hab, wenn's gut läuft, eine neue Arbeitsstelle. Oh, das hört sich auf jeden Fall gut an. Hoffentlich etwas, worauf du dich freust, zu arbeiten. Was zum Teufel? Zurück. Einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Na, was ist denn passiert? Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot. Hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Ob da wohl jemand noch die Security gerufen hat? Oh, meine Fresse. Der Morris, nicht der Morris, ob der am Ende da, dass kein Mensch den aufgehalten hat oder aufhalten konnte. Wahnsinn eigentlich, ne? Tue ich mich drauf, ich hoffe nur, es wird auch was dort. Ja, also für den Fall, dass es was wird, wünsche dir auf jeden Fall Glück. Ich weiß nicht, kann man dich schon beglückwünschen, dass du die Stelle bekommen hast? Oder ist das noch zu vage? Da war ich mir nicht ganz sicher jetzt von dem, was du gesagt hast. Also den SOS-Sender jetzt irgendwo finden, nicht wahr? In welchem Bereich bist du denn tätig, wenn du uns das sagen willst? Wenn nicht, ist absolut in Ordnung. Ach, da fällt mir gerade ein, dass ich eigentlich... Tut mir leid, dass ich jetzt zurücklaufe. Aber ich könnte ja eigentlich mal das mittlere Medkit dann auch mitnehmen, wenn ich das eine verwende. Ich hatte ja nicht volle HP. Es ist noch offen, aber recht wahrscheinlich. Also danke. Gut, dann. Toi, toi, toi für die letzten Schritte. Oh Mann. Haben wir den mal von seinem Leid... Alter Schwede. Ist das heftig. Von seinem Leid, befreit. Hoffentlich. Na komm her, zieh ran! Mach! Weil der geht halt, wie der Alex immer sagt. Harry! Okay. Ist erschreckend lang. Ah, scheiße. Wo ist denn... Ist hier noch irgendwas aufgegangen? Ah, da hinten! Dass sich irgendwas noch bewegt oder so. Scheiße, wo ist es? Ach, da direkt neben mir. Ich glaube, ich hätte da auch direkt die, oh, verdammt. Scheiße. Die machen auf jeden Fall gut Schaden. Und das bringt nichts. Mal gucken, wo, ob wir hier noch endlich mal jemanden haben. Keinen einzigen mehr, den wir hier überraschen können. Können wir eigentlich dieses Telekinese-Dings unendlich lange benutzen? Ich fürchte, nein. Isaac? Hast du alle? Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Ja, nee. Okay, das war jetzt ein bisschen creepy. Als Kauffrau Einzelhandel eigentlich, fange aber wahrscheinlich in der Bäckerei an. Bäckerei! Cool! Da musst du wahrscheinlich heute früh aufstehen, oder nicht? Überhaupt nicht verdächtig, nicht wahr? Ich nehme mal diese Explosionsfass mit mir. Shit, nee. Wer war das? Sollte das meine Freundin gewesen sein? Ich meine aber ganz ehrlich, da muss man doch gar keine Illusion haben. Die Frau ist tot. Die sind alle tot auf diesem Schiff hier. Bin ich wundern, wenn ich am Ende selber noch sterbe. Wie ein netter Mann, der Kindersüßigkeiten in einen Van anbietet, nicht wahr? Ja, hängt er fest. So. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Woher weiß ich von meinem Plan?
Das kann doch nicht sein. Okay, kommt irgendwo was rein von dem. Ich sehe es schon kommen. Ha! Jawoll! Endlich hat's mal geklappt. Volles Pfund aufs Maul. Ha! Scheiße, ich wünschte, ich könnte. Noch einen. Und bumm! Ha! Sehr geil! Zweimal! DOS! Da kommt ja noch einer. Muss ich mich bewegen, damit der nächste kommt? Versuchen die anzugreifen? Oh! Oh lol, guter Mann! Merkwürdig. Von was du reden, ja? Ah, shit! Ah! Jetzt geht mir die Munition schon wieder aus an den Viechern. Es wird Zeit für den Ripper! Hör mal, mach mal die Tür auf hier, wenn du schon so ein bekloppter Geist bist. Okay, die Tür ist jetzt entriegelt, Isaac. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Ja, dann ist alles okay. Es wird bald vorbei sein. Dann in Ordnung. Es ist überhaupt kein Problem, dass wir uns Ewigkeiten nicht gesehen haben, aber ich glaube der Frau. Die hat gesagt, dass sie mich liebt. Dann ist das alles super. Und die hat auch so richtig cool reagiert, als die ganzen Tiere neben ihr waren. Sherry sagt, oh, und die wollten mir ins Gesicht springen, um mir, wahrscheinlich um mir ein Küsschen zu geben, nicht wahr? Das sind die Pralinen. Okay, hier ist der Sender, meinst du? Ja, da steht auf dem Tisch, ne? SOS-Sender. Isaac, hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Macht nichts, meine tote Freundin war da. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Ja, die ist aber richtig schwer davon, die ist richtig schwer verletzt da, davon. Okay, das ist ein bisschen schade, aber dann nehme ich auch lieber den Großen mit. Was haben wir denn hier? Schema. Oh, Anzug Level 4. Anzug Level 4, Leute! Nehme ich doch mit. Hau ich doch auch Ripper-Munition für raus. Geil! Anzug Level 4! Es gibt also doch noch ein Upgrade. So. Also wir müssen erstmal die Ripper-Munition leer machen. Nachladen. Und... ja, ich will auch nicht das... müssen wir das beiseite schieben, ist doch Wahnsinn. Alex, weißt du zufällig, ob ich für den, für die Telekinese Energie brauche oder, ist noch Plasma-Katamann-Energie-Munition gewesen? Okay. Ja, dann eigentlich jetzt einfach rüber. Easy sollte das ja sein, ganz easy. Ich erwarte null Widerstand. Oh, verdammt. Ja, weg da! Reicht das eigentlich, wenn ich den einfach nur den Nibbel abschieße oben? Oh, guten Tag! Habe ich dich eigentlich schon umgebracht? Oh, verdammt! Du warst doch nicht tot. Tut mir leid, mein Fehler. Ja, dann. Komm, mach nochmal, zeig nochmal. Zeig nochmal die Ärmchen. Verdammt, hat er mich so schnell getroffen. Okay, das sollten jetzt alle gewesen sein, oder? So, ich nehme jetzt mal unseren lustigen Brandkanister mit. Der hat auch ebenso schön funktioniert. Ja, da kommt ruhig an. Und bumm! Nein! Ah, shit! Ah, scheiße! Was eine Sauerei, mein schöner Anzug!
Oh. Wie geil. Mein Gott. So mal ganz selten bin ich auch ab und an mal live. Ja, guck mal, was er hier für Fremdwerbung wieder macht bei mir. Was gibt's denn bei dir immer mal zu sehen, Sherry? Da kommen immer wieder Leute bei mir online. In Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Ich werde es mir merken. Nur eine Tatsache, das ist ja süß. Banngrund. Musste ich hier... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich hier für Gegner hatte. Ah doch, jetzt weiß ich wieder. Meint ihr, dass mir hier jemand entgegenkommt? Ah! Ist da jetzt jemand noch hinter mir? Nein. Haha, wie geil. Vorher aufgenommen und dann abgespielt. Mit mir bisher nichts wirklich geplant, also mal schauen. Ihr sagt Bescheid, wenn du was vorhast. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirf unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Okay. In dem Abbau muss ich das ja dann machen, nicht wahr? Gravitationsstrahlen deaktivieren. Spannend. Was haben wir uns sonst noch für einen Sonntagabend vorgenommen? Innovative Taktiken. Vor allem, als ob das Zeit bei ihm sparen würde. Deswegen sind die Interaktionen immer so... Der macht immer so 0815 Interaktionen. Weißt du, was ich meine? So von wegen... Na, ich lasse sie erstmal... Ich lasse sie erstmal ankommen. Steht man hier so ein bisschen seitlich. Ich kann die kaum sehen. Und jetzt sehe ich euch wieder. Was ist das denn für eine Suppe? Habe ich hier jemanden getroffen? Ja. Kommt da noch eine große? Ich glaube, da müsste doch noch jemand kommen, oder nicht? Weil ich meine, gerade in der Suppe dir entgegenzutreten. Och, Alex, nimm das doch nicht so ernst. Da zieht er dann den Strich, da wissen wir Bescheid. Die Leute aus dem Chat kennt er auch schon, bevor die erscheinen. Deswegen. Da kommt der nächste. So, wollen wir mal wieder runter auf den Boden der Tatsachen. Es ist aber nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Da rechts erstmal. Es sind aber auch, glaube ich, Turbinen für deren Gravitationsmaschine hier. Ah! Kann ich verstecken? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, wir müssen hier bestimmt... Ach komm, wir müssen da gleich schon lang. Gehen wir dann da lang, wenn wir dann da lang müssen. Ja. Nur da, ich finde Kinder meine Fragen. Wie lange macht der Alex denn noch Stalker? Was ist eigentlich nach der Lost Alpha geplant? Würde er sich dann eigentlich Clear Sky angucken? Weil Clear Sky, das ist halt das Schwierige. Ich weiß nicht, ob es für Clear Sky ein paar Mods gibt, die so umfangreich sind wie die Lost Alpha. Ich glaube nicht, aber... für den Fahrstuhl brauche ich da wahrscheinlich den Generator und der auf der anderen Seite liegt. Ne, ich sehe schon kommen. Deswegen müssen wir doch auf die andere Seite. Your safety is in your hands. Work safely today. Okay. Clear Sky and Call of Pribyat. Eventuell Misery Mod dafür. Ja, also Misery Mod. Viele Gameplay-Änderungen auf jeden Fall. Und Grafik natürlich. Da haben wir einen Shop. Sehr geil. Kleines Medipack. Logbuch des Verarbeitungsdecks. Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Oh, ist aber schade. Ich habe gesehen, was sie mit den Leichen machen. Was aus ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn. Verdammt!
Was sollte er mir sagen? Ah! Jetzt haben wir es nicht mitgekriegt, weil uns die kleinen Drecksviecher angespuckt haben. Okay, einen Moment. Sollen wir... Verdammt, wenn wir auf der Seite nicht runterkommen, aber den Generator hier rausziehen müssen, bedeutet das, dass wir eventuell hier erst runter müssen. Und dann, wenn wir hier auf der Seite fertig sind, gehen wir dann auf der anderen Seite runter. Ja, das ist aber ärgerlich. Oh, hier gibt es noch einen Speicherstand. Okay, machen wir das wenigstens mal. Die etwas Vanilla Call of Pripyat, damit ich dann die Unterschiede sehe. Zu Misery muss ich ganz ehrlich sagen, zu Call of Pripyat waren die jetzt nicht so extrem, weil Call of Pripyat Misery haben die... Misery selber, die Call of Pripyat war schon so, sagen wir so, fortgeschritten, würde ich sagen, dass die da eigentlich nicht mehr so viel dran geändert haben im Vergleich zu, wie ist es nochmal? Im Vergleich zu Shadow of Chernobyl. Ja, die Story ist gleich, richtig. Anzug Level 4, können wir uns den leisten? Nein, 35.000. Ah. Gucken wir mal, was wir haben. Verdammt, den können wir uns ernsthaft nicht leisten. Bisschen Plasma-Energie eventuell verkaufen. Nee, Quatsch, gar nicht. Ripperklingen verkaufen, die kosten recht viel. Ich verkaufe davon mal ein paar. Wir haben sogar recht viel Ripper-Energie. Ja, komm, da wird da wohl noch ein paar was droppen, oder nicht? Gott, das wird wahrscheinlich der Punkt sein, wo ich das richtig bereuen werde. 35.000? Scheiße. Gut, dann gehen wir erstmal runter und hoffen, dass wir... Der will wirklich, dass ich zuerst nach rechts gehe. Aber kann ich nicht auch von... Na komm, ich benutze einfach den Aufzug und guck, wo der uns da hinbringt. Und dann gibt es noch die Soljanka-Mod. Soljanka-Mod für... Escape from Tarkov-Style. Ich finde Escape from Tarkov... Ah, okay. Never mind. Deswegen kann ich hier noch nicht rein. Wahrscheinlich muss ich deswegen das Gravitationsfeld runterfahren erstmal. Ich muss sagen... ja... Ich finde das nicht wirklich hardcore mit Munition ins Magazin einzeln laden. Da, weil ich finde das eigentlich einfach nur eine Frage, weil... Wenn ihr ein Spiel gewisse Taktiken während des Spiels nicht gibt, während der Konfrontation mit den Gegnern, das finde ich eigentlich hardcore. Sowas mit den Munition, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das unbedingt als hardcore bezeichnen würde, sondern einfach nur als etwas, wo Leute sagen wollen, ja, von wegen Puristen oder so, dass das jetzt sagen war, ein bisschen alles mehr Zeit braucht und so, finde ich. Weil ich finde, da habe ich genauso, da habe ich einige Spiele gespielt, die anders schwerer waren, sagen wir vom Gameplay her, wie zum Beispiel von den Thief-Spielen hier, die das Gameplay-technisch gemacht haben. Aber ich glaube, das ist einfach eine zeitliche, das ist einfach eine Sache, die glaube ich, für die Shooter so anders angehen wollten. Zwei Knoten haben wir noch, gucken, ob wir damit irgendwas Gutes anstellen können. Wahrscheinlich nicht. Stase-Modul. Wir könnten die Energie erhöhen, aber Stase-Modul benutzen wir eh nicht so häufig. Ja, wir müssen eigentlich gar keine davon momentan benutzen, weil wir damit überhaupt nichts hinkriegen, insofern. Aber für was ist denn die Soldi? Ah, lol, leck mich am Arsch! Habe ich nicht zu lange gewartet, mein Gott. Wenn man hier zu lange rumlungert und labert, kommt der einfach angesprungen. Wahnsinn! Kommt der jetzt der Nächste? Wahnsinn hier. Nichts. Die Soljanka-Mod, für welches Stalker ist das denn? Also ich muss gucken. Ja, ich laufe mal lieber ein bisschen zurück, wenn ich ein bisschen mehr Platz kriege. Verdammt! Ich glaube aber auch nicht, dass ich von diesen gelben Knubbelviechern getroffen werden will.
Sieht mir nach einem ziemlich wuchtigen Aufschlag aus. Nach einem ziemlich wuchtigen Aufschlag an. Oh, kam da was von rechts? Kommt da was von rechts? Komm. Was denn? Sag mir nicht, dass das nicht passt. Ich will gerade schon sagen hier. Ist eine Kompilation und basiert auf einer russischen Mod. Hat auch eine ganz eigene Story, glaube ich. Was denn? Shadow of Chernobyl? SOC ist Shadow of Chernobyl, also der erste Teil. Oder meinst du die Soljanka? Das ist nochmal eine Mod-Sammlung. Weiter geht das hier. Na? Kommt da? Der kommt da gleich noch was. Aber Sherimo, kennst du selber Dead Space eigentlich? Oder solche Sachen, wie worüber wir sprechen, wie den Stalker. Den Stalker vor allem. Okay, da hinten geht es eventuell lang. Ja, da geht es definitiv lang. Und wir könnten hier erstmal gucken, was wir hier noch finden können. Oh, eine Menge. Was zur Hölle? Ah, die Aufbohrung des Planeten verlief ohne Zwischenfälle, obwohl es einige Probleme an der Oberfläche gegeben haben muss, da wir kurzzeitig den Kontakt zur Kolonie verloren haben. Der erste Gassteinbrocken wurde etwa eine Stunde nach der Aufbohrung aus der Kruste extrahiert und wurde dann direkt verarbeitet, raffiniert und geschmolzen. Die Ergebnisse übertreffen selbst die optimistischen anfänglichen Erwartungen. Eine durchschnittliche Ausbeute liegt bei 35% Mineralien, bla bla bla. Also das Material des ersten Gesteinsbrocken besteht aus 65% Mineralien. Es gibt 6 auf 5 Tonnen pro 10 Tonnen Gestein. Oh, das ist ein guter Ausbau auf jeden Fall. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es nicht mit Anomalien zu tun haben, sind wir auf eine regelrechte Goldader gestoßen. Alex. Wie heißt das nochmal? Das Ende, wovon du die ganze Zeit sagst, und dass es da Spoiler zu gab. Hat dich sehr geflasht am Ende, oder war das so... Ah, nee, sag's mir am besten nicht. Da kann ich... recht gut schätzen, worauf das hinausläuft. Eintritt Schwerelosigkeit. Bevor die Schwerelosigkeit hier nochmal eintritt, ein Moment. Ende der Schwerelosigkeit. Sender anbringen und Gravitationsstrahlen zerstören. Abgebaute Asteroiden werden von Gravitationsstrahlen festgehalten. Ich muss sie alle... Ah, genau, also erstmal den Sender anbringen oder erstmal den Gravitationsstrahlen abbringen. Finden wir dann heraus. Und dann, Gravitationsstrahlen beenden. Eintritt Schwerelosigkeit. Das Teil dann wegschicken, damit unser Notrufsignal endlich... Notrufsignal, das wäre doch das erste Mal, das funktioniert in Sci-Fi. Soll ich jetzt einfach ran? Ah! Aber ausgebrannt. Da hinten aber noch so ein Viech. Okay, okay, okay. Asteroiden abschießen, ja, das funktioniert ja noch nicht. Soll ich denn da jetzt bitte... Hat der Geist was nach mir geschlagen? What the fuck? Wo ist es? Ah! Erstmal den Kopf wegschießen. Jesus Maria. Verdammt mal, wie soll ich denn die... Was soll ich denn machen hier? Ah! Waage! Okay, nee, warte mal. Kann ich mich an diese Teile ran befestigen? Scheiße. Ich bin gerade unschlüssig, was ich hier machen soll. Ah, doch, 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 doch. Oh nein, ich werde sterben! Verhindert. Willst du mein Meme aufleben lassen, dass ich auch immer esse während des Streams? Okay. Scheinbar, was gab?
Gibt's denn gerade bei dir was zu essen? Gott. Oh nein! Ja! Ich wusste, dass das passieren würde, aber ich hab's nicht hingekriegt. Wer von euch hat die Ehre? Ich muss das jetzt ernsthaft alles nochmal aufsammeln hier. Das ist aber blöd. Aber Max, du musst auch mal den Chat lesen und von den Co-Streams her, ja. Wollt ihr darauf warten, dass der Shinlu wiederkommt, damit er das erhöht? Ach, Herr Hiel. Ja, gibt's auch. Was heute noch nicht gegessen, welche also wieder rein und dann. Eintritt Schwerelosigkeit. Komm, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Viecher. Und wo kommen die eigentlich? Das sollten wir ja bald sehen. Komm, aus dem Nichts kommen die! Und der ist auch gar nicht tot! Ja, viel mehr ausgehalten als sonst die Viecher. Ah, du kannst meiner Klinge nicht entgehen, mein Lieber. Aber hier. So, ich glaube, den dritten hatten wir dann noch. Ich frage mich. Das sind Ninjas, ganz richtig, das sind Ninjas. Nebenaufgabe erfüllt. Sehr gut. Oh, guter Gott. So macht man auch mit das Teil kaputt. Einfach mit der Kettensäge reinhalten. Der Kettensäge ist das ja eigentlich. So, dann mal rüber. Aber anscheinend nur noch sehr selten gutes Personal, Max. Ja. Kann man nichts machen, ne? Also jetzt irgendwie den Sender anbringen. Ich nehme mal an, dass ich diese Teile nicht kaputt machen kann, oder? Eins, zwei. Ah, wartet mal. Wird das was bringen, wenn ich den. Ich kann nicht darauf schießen, oder? Ich kann die Teile aber auch nicht verlangsamen, glaube ich. Sehr ärgerlich. Okay, dann mal gucken, ob das reicht. Nee, das reicht niemals. Ich glaube, da kann ich mir das Aufsammeln auch jetzt sparen. Und stattdessen einfach rein Terror machen. Und das Aufsammeln, wenn ich hier fertig bin, solange ich hier wieder rauskomme. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh, daran werde ich jetzt aber ein bisschen knebeln müssen, ne? Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen blöd. Vielleicht mache ich erstmal beide Gravitationsreaktoren kaputt. Ich weiß nicht, ob mir das hilft. Weil wenn dann. Die sind wir schon bei zwei, leider. Oh, verdammt. Gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, da oben haben wir noch einen anderen Reaktor. Springen wir mal darüber. Versuchen wir die beide mal zu deaktivieren und dann gucken wir mal, was passiert, wie sich das ändert. Müsste jetzt eigentlich aber auch der nächste von diesen Springviechern ankommen. Kann das sein, dass ich jetzt gar nicht. Ah! Ich will schon fast meinen, dass die langsamer geworden sind.
Bin mir aber leider sehr unschlüssig. Wow, 2000 Credits. Immer wenn die einmal richtig gebraten sind, dann halten die aber auch noch mal einiges aus, ne? Ja, Leute, das ist die Frage. Sind die langsamer geworden? Nee. Wie verlangsame ich die Teile jetzt? Ich kann ja diese Mechanismen nicht ausschalten, oder? Von der anderen Seite, von dem Boden aus. Ich gucke nochmal vom Boden aus. In diesem Steuerungsmechanismus oder so. Das ist so ein... Bin mir so unsicher. Ich will jetzt aber auch nicht schon wieder zum dritten Mal daran sterben, aber ich muss es halt irgendwann nochmal probieren. Aber ich weiß nicht, ob das schon gereicht hat. Eventuell muss ich da früher landen, genau in dem Moment, wo die sich überkreuzen oder so. Das war, glaube ich, schon zu spät. Nein! Jetzt bin ich in den Gravitationsstrahl reingesprungen. Du musst auf die andere Seite gehen. Hi, Asti! Ja, genau, dreimal. Willkommen, Asti. Wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Wie meinst du auf die andere Seite? So, ich mache erstmal diese Gravitationsreaktoren erstmal wieder kaputt. Zieht sich hier jetzt aber auch so. Jetzt kommt der erste erstmal an. Achso, ich bin jetzt leider schon dreimal an der Stelle gestorben. Ich würde dich jetzt ganz lieb explizit um einen kleinen Tipp fragen, wie du das meinst. War das schon immer ein bisschen laut, wenn man die Viecher hier zersäbelt. Da springe ich dem Viech entgegen. So, ich war ja hier auf der Seite ja schon, nicht wahr? Also auf der Decke sozusagen. Ein Freund, ehrlich gesagt, gestern habe ich das auch gestemmt und habe mich auch gefühlt gedauert, bis ich das gemacht habe. Echt? Alter Schwede. Ist dann... Kann ich mit der Stase was ausrichten? Also ich sag mal so, ich hab hier eben... Okay, hier war eh ganz klar mein Fehler, als ich hier in diesem Gravitationsteil auch drin war. Was ich mich frage, ist, wenn ich hier an der Seite bin... Oh, neu. Ah, da kommt mir noch jemand entgegen. So eine Menge Credits dabei. Du hast ja auch eine Stunde lang angeknebelt, ja. Ich frage mich halt, ob ich mit der Stase irgendwas verändern kann. Versuch mal von der Seite zu gucken. Ob ich hier noch irgendwas in dem Raum finde. Da unten ist der Eingang. Steuerungsmodul finde ich nix. Das ist aber schon ein riesen Asteroid, ne? Kann ich wohl diese Mechanismen kaputt machen? Oder vielleicht... Ich meine, ich kann das ja... Ich muss das ja von innen machen, oder? Ich kann ja nicht nach draußen gehen. Versuch mal, nah ranzugehen und diesen... Ich werde ja diesen Mechanismus hier nicht kaputt machen können, oder? Ich treffe das Teil gar nicht mal. Jetzt sag nicht, dass er blockiert. Wäre jetzt zu schön gewesen. Ich werde noch verrückt. Wenn du auf dem Boden bist,
Du musst auf den unteren Teil von dem Meteorit landen. Guillotinen müssen an der anderen Seite sein. Das kann ja. Müssen auf der anderen Seite sein. Die sind doch immer auf dem. Ich bringe mal auf die Seite. Hoffentlich bin ich zu nah dran vorbeigeschwört. Kann ich etwa hinten? Ich meine, ich werde ja wohl nicht nach hinten. No way. Ich kann doch nicht hinter dich schweben, oder? Warte mal. Ich meine, hier habe ich ja genau den längsten Weg, die längste Zeit eigentlich. Deswegen, vielleicht klappt das wirklich von der Seite aus. Ich werde mal gucken. Ich werde mal von der anderen Seite. Ja, genau, jetzt. Springen! Ja, kann ich gar nicht hinspringen. Das heißt, ich muss eigentlich hier auf diese Seite hier springen, glaube ich. Aber ich lasse den erstmal abhauen von der Seite hier. Oh Mann. Los geht das. Mach, mach. Eintritt Vakuum. Ah, no way. Ah. No way. So geil. So läuft das. Oh, verdammt. Oh, ich sehe das jetzt erst. Du hast recht. Achtung. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Haben wir draußen sonst noch irgendwas? Nee, ne? Werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Oh, verdammt. Ich muss jetzt sicherstellen, dass ich wieder reinkomme. Oh! Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Scheiße. Hey Mann, neu hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich muss da wieder rein. Ende des Vakuums. Und springen. Jawohl, es hat geklappt. Asti, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Asti, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Tipp, Alter. Ohne dich hätte ich das nicht hingeknobelt gekriegt. Alter, so ist das. Geiles Spiel auf jeden Fall. Und vielen Dank für den Follow. Willkommen bei den Puzzlern. Freut mich, dass du mir einen Follow hinterlassen hast. Und dass du mir natürlich in dem Moment geholfen hast. Alter. Aber richtig geil gemacht, da, die Sequenz. So, Leute, bevor ich jetzt den Asteroiden abschieße, werde ich erstmal den ganzen Schrott, den ich da eben liegen gelassen habe, aufsammeln. Ich bin ja eben schon so wie umgekommen, dass ich gesagt habe, ich sammle das erst, ob ich das geschafft habe. Ende der Schwerelosigkeit. Das scheint jetzt ein guter Moment zu sein. Ich will halt nicht, dass ich jetzt... bin ich jetzt alles schon voll? Ich will halt nicht, dass ich jetzt genau dann, wenn ich den abschieße, die Kacke richtig an Dampfen ist und dass ich dann auf einmal abhauen muss und keine Zeit mehr habe hier. Und auch ganz danke, dass du mir gesagt hast, dass ich die anderen auch kaputt gemacht machen muss, sonst wäre ich ganz schnell wieder reingekommen. Wie gesagt, es hat mich 3 bis 5 Minuten gedauert, da konnte ich mir helfen, ein bisschen Zeit schon. Hör mal, du hast mir eine Menge Zeit gespart, auf jeden Fall. Vielen Dank, Asti. Wie geht's dir sonst so, Asti? Jetzt können wir den Asteroiden, glaube ich, abschicken, oder nicht? Ah ne, das müssen wir ja genau vom Kontrollraum aus machen. Dann sind wir hier fertig. Genial. Also wie du siehst, Asti, das ist das erste Mal für mich in Dead Space. Und ich bin wirklich beeindruckt vom Spiel. Ende der Schwerelosigkeit. Du selber hast du zufällig Dead Space 2 und über und 3 gespielt. Weil ich bin mir da unschlüssig, ob ich da Geld reinsetzen sollte. Einige sagen, gut, die sind nicht so gut wie der erste, aber ob die sich überhaupt lohnen, das frage ich mich halt. 138 Stunden, ne? Nicht schlecht vom Bärchen. Sehr gut sogar. Wir sagen, ein bald langjähriges Mitglied. Hat das hier immer schon so gebrannt?
War da immer schon so ein Brandherd hier? Ja, komm, komm mal raus mit dir. Komm her! Kann nicht sein. Will auch nicht gerne gegrillt werden von diesen Strahlen hier. Bin mir nicht sicher, ob die mich grillen oder... Also. Schön, dass sie klappen. Die Flammen sind aber neu hier, oder nicht? Alter Schwede. Liegt das daran, dass ich die Gravitationsfelder ausgeschaltet habe? Ah, nein! Okay. Das Abendessen wird in 10 Minuten im Speisesaal serviert. Lol, was? Bin ich das Abendessen? Kommt hier was an? Ich höre hier irgendwas. Ich höre irgendwas laufen. Okay. Wo gerade hier sind, vielleicht mal speichern. Wie krass! Bin ich aber sau happy, dass ich das vorher nicht gestorben sind. So, jetzt können wir den Fahrstuhl hier wieder benutzen. Ganz gut gestern das Spiel gestreamt. Klar, keine Sorge. Bis 1 Uhr und dann 5 Stunden geschlafen und werde mit dem Hund gehen. Ist die anderen Teile ab. Was? Und werde mit dem Hund gehen? Ach so, du meinst, du willst jetzt mit dem Hund gehen. Was die Anteile angeht, das dritte Teil das Schlimmste ist, weil es mehr eine Action-Konsole und Horror, nicht horrormäßig. Ah, schade, ne? Weil der dritte ist der einzige, der Koop hat. Deswegen, ein Kollege hat mir das vorgeschlagen, deswegen eventuell den dritten zusammen zu spielen. Na, waren das wirklich alle? Die zwei nur? Hatte ich die vergessen? Ist immer noch verschlossen? Letzte, hä? Der Sender ist angebracht. Jetzt muss ich zum Kontrollraum und erst reden. Abbausteuerung. Ach mein Gott, ich muss extra ran, um das zu öffnen. Ich dachte gerade schon, der sei nach wie vor noch geschlossen. Das sieht mir aber nach dem Raum aus, wo ich gleich Besuch bekomme. Oder nicht? Muss mal ein bisschen umsehen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier gleich keinen Besuch bekomme. Gibt aber bestimmt genügend Öffnungen, wo sich irgendwas durchschleimt. Naja, scheinbar nicht. Energieknoten nicht vergessen. So Leute, schießen wir mal einen Asteroiden ab. Boom! Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay, der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Ich soll eine Nachricht hinterlassen. Ha. Scheiße, das heiß. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ja, kann man schon mal machen. Wo kommen sie schon? Da ist ein Loch. Wer hätte gedacht? Gute Idee, mehr Leute hier, nicht wahr? Alex, das ist das klassische Thema. Uns geht so scheiße hier. Lass mal mehr Leute hier holen, damit es ebenfalls scheiße geht. Weg hier! Du musst deine Tentakel in mich reinstecken. Oh Mann. Oh Mann, der hält das aus. Ich treffe den aber auch gerade nicht. Ah, no way! Verpiss dich! Ja? Noch einer? Quarantäne aufgehoben.
Nimm doch meinen. Wenn es Coop kann sogar besser sein. Der kannst du deinen Kollegen nehmen, richtig was solche Spiele Schiss hat. Ja, in der Hinsicht, dass man sich dann stapelt, das soll so richtig steigert, meine ich. Das soll doch gut sein. Man spricht nicht mit vollem Mund. Ich versuche ja, aber da kommen sie mir entgegen. Meine Frau hat mir Pizza gerade gebracht, selbstgemachte. Mm. Guck mal, Flo, der Priest, der kennt mich schon so gut, der kann das richtig aufklären. Also Alex, es gehört, was Asti da gesagt hat. In der Hinsicht könnte dann vielleicht der Koop doch noch was für uns sein. Wir sind gerettet. Hm. Ja. Also, zurück, wie der Alex sagt. Uns ist langweilig hier auf der Bude. Es gibt viel zu wenig von diesen Necromorphs. Wir müssen noch andere Leute anlocken, damit es den allen schlecht gehen kann. Freundin oder Frau, soweit ich, dann doch noch nicht. Das werde ich dir selber überlassen, das herauszufinden. Ich will dir ja nicht den Spaß wegnehmen bei deinen Recherchefähigkeiten, nicht wahr? Danke, Asti. Danke, Sherry, für die... Es schmeckt auf jeden Fall gut. Ich glaube, sie hat da so... Wir hatten noch so ein paar Sachen übrig. Tomatensauce, Mozzarella und da hat sie so... Fladenbrot genommen, Prinzip Lass drauf gemacht. Oh Gott. Danke, Atze. Danke, Flo. Oh, er hätte ich rennen sollen. Das war zu spät, da habe ich gezögert. Jetzt aber. Sehr gut. Mal sagt der Freundin, mal Frau, was denn nun? Kann sich einfach nicht entscheiden, der Mann, nicht wahr? Nicht zum Aushalten. So, ich glaube, wir müssen wieder auf Deck A. Da war ja die Monorail. Monorail! Wo wir gerade hier sind. Das sind mal die kleinen Medkits. Crashy muss mal aufpassen, da ist er echt gut drin. Nee, richtig. Der schreibt sich das auf, nicht wahr? Ah! Kopfblitz! Scheiße, ich muss aufpassen. Der haut mich um. Der hat mich fast umgehauen, Alter. Krasse Sache. Ich bin fast tot durch das Viech. Ah! What the hell? Ja. Es gibt euch ein anderes Loch, wo ihr wieder reinkrabbeln könnt. Die in Sicherheitsequipment hatten. Ja, richtig. Das ist gut. Stimmt. Ja, um das wegzunehmen, vorwegzunehmen, die Spannung. Ist meine Freundin. Wir sind noch nicht verheiratet. Aber ich sag mal so, wir sind schon so lange zusammen. In die Richtung planen wir sowieso schon. Insofern. Hm, wir haben ja noch was zu verkaufen. Halbleiter. Da brauchen wir scheinbar noch ein bisschen was. Was haben wir sonst noch zu verkaufen? Ripperklingen. Ripperklingen, aber mittlerweile fast alle weg. Ist aber schade. Wie soll ich denn mal verkaufen werde? Ein Stasepack. Da können wir uns endlich mal leisten hier. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt pass auf. Anzug Level 4. Los geht er hier. Ich erschien Spaß zu machen. Sherimo, hast du da selber auch schon Erfahrung mitgemacht von mit den Recherchierfähigkeiten vom Priest? So, bin mal gespannt, wie der jetzt aussieht. Wahrscheinlich auf beiden Seiten. Mmh. Wow, der Helm wird auch immer fetter. Die Stiefel auch. Boah, richtige Kante. Wie ist das jetzt? Sind wir jetzt das Nonplusultra hier, oder... Haben wir irgendwas, was noch was wir wegstecken sollen? Scheinbar nicht. Puzzler müssen ja ausgebildet werden. Die Streamlinie muss fortgesetzt werden. Ha, du meinst also Leute, die ich dann, dass die dann weiter streamen sollen? Ha! Ich weiß nicht, ob ich die direkt in den Stream mit einbeziehen würde. Das haben wir alle, richtig, Alex. Stimmt.
Was machen wir jetzt nochmal? Wir haben 3. Das heißt, wir könnten sogar mehr Lebenspunkte haben. Den Ripper müssten wir eigentlich mal wirklich aufrüsten. Und machen wir den Ripper endlich mal besser. Den benutzen wir ziemlich häufig. Und ich glaube, wir gehen hier in die Richtung oben. Dauer. Ja, warum nicht? Da sind wir näher am Schaden dran. Desto länger das Teil rumblitzt, desto mehr Schaden machen wir ja auch. Hm. So, jetzt ist Zeit, dass wir uns verdrücken. Sollen wir scheinbar auf den Sender hören. Scheinbar gucken. Ah ne, von hier geht es nicht weiter. Scheinbar gucken, ob wir nicht jetzt Antwort auf unser Hilfesignal bekommen. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, das geht nach hinten los. Wir kommen ja nie wieder von der Ishimura runter. Oder wenigstens, ich erwarte nicht, dass die runterkommen. Ich erwarte zu fliehen. Wie das mit denen läuft, da übernehme ich keine Verantwortung, nicht wahr? Oh, da wird der Alex jetzt der ist Alex sauer, glaube ich, Priest. So hat er hier einen Stream gefunden. Schau mal. Das war sie jetzt aber auch mit Kapitel 7, oder? Kapitel 7. Ins Leere. Abgeschlossen. Sehr gut. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir damit wirklich Hilfe finden werden. Müssen wir herausfinden. Das war es jedenfalls mit Kapitel 7. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.